Topfgucker TV empfiehlt. Geboren 1979 in Sömmerda, hat Maria Groß ihr Philosophie- und Germanistikstudium eingetauscht gegen eine Kochausbildung im Gourmet-Restaurant. Man muss sich natürlich fragen, war es Instinkt, war es schon der gute Geschmack oder wie kam das? Also im Grunde ist die Geschichte schnell erzählt. Ich bin so quasi in der Gastronomie gelandet, weil ich einen Nebenjob brauchte, wie das immer so ist, gell, während des Studiums. Mhm. Und dann habe ich ein paar Jahre wirklich konsequent als Privatköchin in einem Privathaushalt gearbeitet. Also da stellt man sich immer luxuriöser vor, wie es unterm Strich eigentlich war. Aber dennoch habe ich da, ist ein schleichender Prozess gewesen, wirklich bemerkt aus zeitlich verrückter Perspektive ein paar Monate später, dass mir das echt Spaß macht. Ohne dass es mich nervt. Du hast ja manchmal wirklich so Sachen, die machst du aus der Not heraus, weil du halt Kohle brauchst. Und das habe ich auch aus der Not heraus gemacht, aber habe festgestellt, das ist was mich glücklich macht, klingt fast kitschig, aber was mir echt Spaß macht, was Besonderes. Da haben wir vor uns deinen Lebenspartner kennengelernt, Matthias, und ich habe mit ihm schon kurz gesprochen. Das, was mir so gefällt bei euch, ihr schwimmt nicht mit der Masse mit. Ihr habt einen ganz eigenen Stil, ihr habt eine ganz eigene Philosophie. Ihr sortiert, ihr sucht aus und ihr habt auch im ganzen Ambiente hier etwas, was man schon sagen kann, das ist persönlich, Persönlichkeit. Es ist, glaube ich, wie in vielen urigen Läden so, dass manches aus Mangel an Alternativen gekommen ist. Mhm. Weil am Anfang, also wir haben hier keinen Investor mit drin. Mhm. Und ich betone das deshalb immer so, weil wenn du aus einfachen Verhältnissen kommst wie ich komme auch nicht aus einer Gastronomie-Dynastie wie andere Kollegen, ja, die schon reingeboren werden in ein gewisses Level, musst du halt Abstriche machen, wenn du so einen Laden aufmachst. Ja, wir haben unsere Kohle zusammengeworfen und es ist auch echt hier schwierig gewesen mit Banken. Und da haben wir am Anfang echt nur unsere eigene Kohle und die von unserer Familie genommen, was die uns quasi geliehen haben, dass wir irgendwie zurechtbauen mussten. Und so kam es halt, dass wir ganz viel erhalten haben, was sowieso schon da war. Aber wir gesagt haben, von einem Profi das umbauen zu lassen, können wir uns sowieso nicht leisten. Plus das, was wir schnell machen können. Meine Mama, die häkelt mir die Gardinen. Die umstrickt mir das Geländer. Ja, also so dieser alternative Touch. Ich meine, klar, da kommt das raus, so dass ich da wirklich so eine Pippi Langstrumpf bin. Weil die fand ich halt auch schon immer geil, Pippi Langstrumpf. Weil ich glaube, das ist so eine Metapher für wie man sein kann, trotzdem man eigentlich innerhalb von der Gesellschaft lebt, die sehr solide und restriktiv und aber ist trotzdem möglich, in einer toleranten Gesellschaft halt auch so einen gewissen Freigeist zu entwickeln und auch Positives zu bewirken, indem man halt ein bisschen schräg im ersten Augenblick vielleicht auf die Leute wirkt. Aber ich glaube, viele Sachen sind gewachsen. Wir haben wie hier diese Tischplatte, das sind zum Teil sind die total kaputt gewesen, aber die Gestelle haben wir behalten und obendrauf haben wir quasi einfach die Dinger neu machen lassen. Wäre eigentlich günstiger gewesen, hätten wir es in einem No-Name-Shop einen komplett neuen Tisch. Aber ich glaube, wenn du in so einem alten Haus wohnst, da musst du auch immer so diesen Haus Tribut zollen und sagen, hier, wir wertschätzen die Tradition, indem wir auch das Alte bewahren, aber dennoch irgendwie neuen Spirit mit zulassen. Weil ich glaube tatsächlich, nur so ist es möglich, dass du gewisse Traditionen überhaupt bewahren kannst. Das ist ja nicht das Festhalten am Vorgestern, sondern dass du sanft und nachhaltig Neues mit einfließen lässt und trotzdem irgendwie die Seele bewahrst. Das ist schön und deine Philosophie habe ich rausgehört, wenn du in irgendeiner Jury gesessen hast. Maria Groß kennt man aus diversen Fernsehsendungen, Kochsendung. Ne? Das ist, du warst bei Gülden Hensler, du hast mit Tim Melzer was gemacht, mit Kalli Kallmund sitzt du in der Jury. Und das ist immer ganz interessant, weil man merkt auch anhand deiner Bewertung, dass du deinen Geschmack und deine Auffassung, deine Philosophie beim Kochen, dass du der treu bist. Darf ich ganz kurz fragen, was ist denn dein Stil, wenn ich jetzt mal ableite? Du hast das Buch geschrieben, Kochen ohne Stamm. Ja, genau, gerne. Gerne ohne Sterne? Ich weiß aber im Grunde selber gar nicht genau, wie der Untertitel ist. Wenn ich mir das kaufe, was ist denn da das Credo? Also es ist jetzt nichts für komplizierte Food-Architekten, sondern das ist für was wie genussorientierte, einfache Menschen, wie ich einer bin, ja, die im Grunde das Simple mögen, weil ich glaube, die Genialität zeigt sich immer in den einfachen Sachen. Und wichtig ist halt zu verstehen, dass das immer noch meine Handschrift ist, nach wie vor, trotzdem ich jetzt nicht mehr besternt bin. Aber das liegt tatsächlich, wenn die Wurzel einfach solide ist,
dann kannst du darauf gut aufbauen. Ja, also ich sage, selbst Antipasti ist nicht gleich Antipasti. Wenn du wirklich hier, keine Ahnung, deine Champignons nimmst und hier und löscht die wirklich mit einem richtig geilen, guten, gereiften Essig ab, da liegen Lichtjahre dazwischen, wie wenn du das mit einem billig eingefärbten Acente tun würdest. Ja, das ist so eine Frage der Ethik. Und ich glaube tatsächlich, also so Dritte können natürlich den eigenen Stil besser beschreiben, also den ich jetzt habe, aber ich für mich muss sagen, es ist einfach bodenständige Küche, bürgerliche Küche, aber natürlich mit dem Spirit, dass man merkt, dass ich neugierig bin, dass ich auch sehr offen bin und dass ich mir ein paar Sachen auch außerhalb von Thüringen angeschaut habe. Du bietest Kochkurse an. Und einen ganz interessanten. Da gibt es einen Kochkurs, Hilfe, meine Wohnung hat eine Küche. Klingt sensationell. Also erzähl mal, wenn ich eine Küche habe und ich kann nicht kochen, dann? Ja, dann bist du bei mir gut aufgehoben. Weil ich bin wirklich auch wenig dogmatisch, weil ich glaube, da sind wir wirklich wieder hier an dem Punkt, dass ich sage, du willst ja die Leute motivieren, auch die sich einbilden, sie hätten so gar keinen Sinn oder gar kein Feingefühl für Küche, trotzdem zu begeistern, wie sie mit, was weiß ich, minimal drei Sachen schon was Tolles auf den Teller zaubern. Das ist wirklich möglich, auch mit wenig Talent. Ja, also das ist so ein bisschen quasi aufs Korn genommen, weil bei den Kursen hast du ja ganz oft Leute, die haben es irgendwie geschenkt bekommen. Klar hast du manchmal ambitionierte Hobbyköche dabei, die sehr professionell an ihr Hobby rangehen. Aber dennoch hast du ja auch so eine kleine Handvoll, wo der Partner mal sagt, oh, hier komm, jetzt hier mal ein bisschen Schliff. Und da basteln wir immer was zusammen. Und erfahrungsgemäß wirklich hier, die Leute sind danach happy, wo sie denken, Wahnsinn, wir haben jetzt nur irgendwie das Ding rot drüber geraffelt, haben ein Dressing gemacht, das angebraten und schmeckt so geil. Maria, die Topfgucker, was dürfen die heute sehen? Hast du schon eine Idee, was du uns zeigen kannst an der Rezeptur? Irgendwas, ein kleines Rezept? Also ich habe ein kleines Rezept für uns und zwar hier habe ich da im Grunde auch was gewählt, wo man einen Teig kaufen kann und aber auch natürlich auch ein bisschen Handschrift selber mit dazugeben muss. Ja. Ja? Okay. Also so, wir werden heute einen Spargelstrudel machen mit einem Spinat-Kräutersalat. Das klingt ganz fantastisch. Ja, passt zu dem Wetter. Ja. Wir bedanken uns, dass es überhaupt möglich ist, hier sein zu dürfen. Und jetzt freuen wir uns auf ein schönes Rezept. Ja, genau. Leg mal los. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de